Süße. Ja, ich wollte euch auch noch zeigen, und zwar habe ich von den Mädeln, also die Arbeitskolleginnen von meiner Tochter, da waren wir ja ein bisschen fort und haben gut, ja, naja, gut gegessen haben wir nicht, weil ich habe so viel Kümmel gehabt, aber sie haben mir eine Action-Geburtstagskiste geschenkt. Ist das süß? Ja, natürlich habe ich ein bisschen ausgepackt schon, aber ich habe es, also so habe ich es gekriegt, und da möchte ich jetzt gern zeigen, was ich da alles bekommen habe. Ich habe mich so gefreut. Bussi an alle Hofermädeln. Ja, also wie gesagt, wir waren da ein bisschen fort, haben ein bisschen ein Pech gehabt, weil ja, der Wettergott da oben oder wer auch immer hat gemeint, er muss es regnen lassen. War eh nur kurz, aber ja, wir sind dann ins Lokal und ja, dann haben sie gemeint, nein, wir können nicht draußen sitzen, weil sie müssten die Tische abwischen. Ich habe dann eh schon gesagt, dann gib mir einen Fetzen, dann wische ich halt die Tische. Nein, das ist jetzt kein Gartenbetrieb und bla 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 bla. Ja, jetzt haben wir natürlich drinnen gesessen und war nicht so besonders, ja, berauschend. Ich meine, sie haben ein gutes Essen. Ich habe aber das mal ein Pech gehabt, weil der gute Mann, sprich Koch, hat anscheinend, also auf der Speisekarte gab es auch einen Schweinsbraten. Und der gehört natürlich mit Kümmel oder auch nicht. Also, wie gesagt, ich vertrage keinen Kümmel. Und der gute Mann hat mir das aufs Naturschnitzel aufgehaut, den Saft. Also, ich hatte nicht diesen guten Bratensaft, sondern ja, dann den Kümmelsaft sozusagen. Und ich kann überhaupt nicht auf Kümmel. Also, mir ist dann in der Nacht nicht gut gegangen. Aber egal, den anderen hat es Gott sei Dank geschmeckt. Aber ja, wir sind dann eigentlich, ja, wir sind halt lauter, nicht alle sind nikotinsüchtig, ein paar Mädeln. Und das ist halt dann immer so unangenehm, nicht? Weil eine Gruppe, die was halt nicht rauchen, die bleiben drinnen sitzen. Und die, die was halt ihr Stangerl brauchen, die gehen raus. Und dann ist das immer irgendwie, die Gruppen ist dann immer irgendwie zerteilt. Und das finde ich halt nicht schön. Okay. Aber was soll es, wir sind halt, ja, außerdem, wir hätten sowieso um 22 Uhr war Sense. Und die haben, glaube ich, schon um halber 10 Uhr angefangen zum Einpacken, zum Putzen und so weiter. Das macht immer ein super Ding. Wenn man da schon auffängt und die Sesseln wegräumt von den Tischen. Also, ja, also ich finde, Wien ist eine traurige, für mich, traurige Stadt geworden, weil ja, wie gesagt, also ich zeige ich jetzt einmal da. Ich war wirklich enttäuscht. Wir wollten dann eigentlich nachher noch irgendwo hingehen, aber na, alles irgendwie Lokale, die ich von früher kenne, die, ja, die gibt es nicht mehr oder waren zu, und also man kann heutzutage anscheinend nur mehr noch daheim feiern. Ja, egal. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut über die Action-Geburtstagsbox. Und da war drinnen, also, da habe ich einmal so einen Puncher bekommen mit einem Kleeblatterl. Ja, sehr schön. Und dann ein Blumenputzi, ein Blumenpuncherl sozusagen. Das kann man auch immer brauchen. Na, was braucht man? Und die Aufmachung war ja so super schön. Also ich ziehe da, wie ihr jetzt da auf der Seite seht, mit meiner super tollen pinkfarbenen Happy Birthday Schleife. Dann waren diese Blümchen drinnen. Naja, die liebe ich ja. Nicht? Also ein buntes Boxerl voll mit lauter schönen Action-Sachen. Und ja, also da war so eine Folie war da drinnen, diese Hot Oil oder Heat-Aktiv-Folie. Die war in Rot, dann habe ich es natürlich in Blau und in, ja,
in Silber. Nein, nicht Silber, in holographisch. Ja, also da kann man natürlich alles Mögliche damit machen. Ja, also dieses habe ich dann gekriegt und ja, wieder gelacht und gekudert haben wir schon, das ist ja auch wichtig, Gott sei Dank. Und ja, also es war ein recht schöner und gelungener Abend, aber ja, wie gesagt, also diese ganzen Corona-Maßnahmen oder diese willenlosen, teils unlogischen Verordnungen, ja, das ist halt ein bisschen komisch gewesen, aber egal. So, also da haben wir Washi-Tabe, also nein, Design-Tabe haben wir, in Glitzer und ein bisschen so rot-blau und Glitzer. Dann haben wir da so ein bisschen Sashi, so holographische und das Silberne, das gefällt mir sehr gut. Das ist also ein, ja, so ein Basket auf die Art, ja. Und da haben wir natürlich Gülden und Silber, wobei mir das wieder sehr gut gefällt. Das ist ja so wie so ein Barockmuster oben. Ne? Und da sind lauter kleine Punkte alles. Also dieses. Was ist denn noch in meiner Box da? Das war natürlich alles eingepackt, einzeln und. Das Stickerbuch da, das kenne ich noch nicht. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was neu ist beim Action oder nicht. Die Sachen habe ich eigentlich, teilweise habe ich sie schon gekannt, aber teilweise auch nicht. Also das gefällt mir auch so gut. Das sind so kleine Putzi-Sticker und Zahlen. Und Monate und Buchstaben und so kleine verschiedene in diesen schönen Blau und Minttönen. Das ist so süß, das gefällt mir so gut. Diese Putzi-Putzi-Sticker in Rund. Also in die bin ich ganz verliebt. Die sind so herzig. Das Brothändel da, das ist süß. Also ist total herzig. Ja, und dann eben, wie gesagt, lauter so Buchstaben und Zahlen und ja, Summertime und das ist auch süß. Ja. Also ich habe es total herzig gefunden. Sie wissen ja, vom Babywollfaden, dass die Mutter halt ein bisschen eine verrückte Bastler-Tante ist und Action liebt und so weiter. Und dann haben sie es halt so, ja, haben sie mir halt eine Action Geburtstagsbox gemacht. Das habe ich total entzückend gefunden, wirklich. Dann haben wir da auch noch wunderschön dieses, ich weiß jetzt nicht, wie heißen die? Marble? Nein. Also Sticker, Swiss Foil. Ja. Aber das ist doch, das heißt ja irgendwie so Marble. Ich habe es da jetzt noch nicht offen. Ich habe ihn noch nicht gekannt. Oder habe ich schon? Ich weiß es jetzt gar nicht. Also, ihr seht da, seht ihr die Sachen, was drinnen sind. Also, der ist sehr schön, der ist auch sehr schön. Die sind eigentlich alle schön. Sind alle schön. So, dann haben wir natürlich, wisst ihr ja, dass ich Glitzer liebe. Und da haben wir das Fancy Fox Leader Sheets in, naja, ich bin ein mega Blau und ein Glitzer Ding. Und da gibt es auch wieder verschiedene, da haben wir so ein Kroko und so ein Grottesleder und der Glitzerli. Also vier sind da drinnen, ja, also vier so Glitter Leder Sachen. Und da haben wir es auch noch in dem, also Kroko, Fake Kroko. Oh, das ist ja so ein richtiges, tolles Eisblau, finde ich. Und dann auch noch so, glaube ich, ein dunkleres Blau. Also da sieht man das bisschen, das Kroko. Da kann man so Marschall machen, ist auch eine gute Idee, gell? Naja. Dann haben wir noch, also die habe ich nicht gekannt, das sind Neiche Washi-Tabes
mit ja, so kleinen Eulen, glaube ich, Blätter, dann das Roar. Ja, ein bisschen so im Dschungel-Style-Look ist das. Dann haben wir, ja, ich wühle so gerne in meiner kleinen Box. Dann haben wir da das mit so Blümchen. Das sind auch schöne. Das ist wirklich, das können wir schon ein bisschen, aber so, dieses Geblümle und das, also die dürften neu sein. Die habe ich noch nicht gekannt. Ja. So, jetzt muss das da nur wenden. So, was haben wir da? Sky, also da haben wir Regenbögen und Sunshine und Sonne, Wolke. Der Regen, das ist ein Schirmchen, ne? Also so wie das ausschaut. Ich will es jetzt nicht aufmachen. Also die sind in ihren Kisterle so links gut drinnen und da sitzt es eh. Ja? Ich werde es vielleicht auch schon kennen. Ich noch nicht. Ich schaff's nicht. Na, da haben wir Geometrik. Das ist besonders cool in Schwarz, Silber und Weiß. Also, das ist mega. Da machen wir so ein Schnörkel. Das da, das sieht man sehr viel. So schaut das aus. Ja, also ich habe mich so gefreut. Wirklich, ich habe schon in die Speisekarten reingeschaut und mir gedacht, okay, was ist es heute? Und auf einmal kommt ein Sackerl mir entgegen und auf einmal schreien sie alle Happy Birthday! Oh mein Gott, ich habe mich urgefreut. Und da haben wir Travel. Das ist cool, weil da haben wir ja London und so Heißluftballon und Sternl und eine kleine Kamera. Also, die finde ich total herzig. Also, das war mal alles da. Was ich da habe, dann gibt es einen neuen Block, also den kennen wir ja schon alle, einer unserer Lieblingsblöcke mit dem Schwarz und Kraftpapier und Weiß, aber diesmal haben sie so einen schönen Aufdruck mit so einer Pflanze. Das finde ich cool, weil das kannst du ja da mal runter trennen und das war gleich mal schon so eine richtige Signatur. Also der ist sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, ob sie immer irgendwie was Neues da drauf tun, aber ja, das ist schon mal super. Eine super Sache, ne? So, aber das lege ich jetzt aber mal da auf die Seite, weil sonst da geht sich das nicht aus. Dann haben sie mal das Journal Design Pad. Da sind ja auch alle möglichen schönen Sachen drinnen. Ja, ein bisschen so tun wir es durch. Ich weiß, ich werde es ja sehr schon kennen, aber. Ja, mit rosa und also na, Regenbogen, pastelligen Meer. Und da ist das alles mit allen, ja, das ist lecker, ne? Eis und Herzl, ja, oh, die kleinen Eis. Also das passt dann da so richtig schön zu dem Stickerle-Ding dazu. Wo ist denn das Eis? Finde es jetzt nicht. Jo. Also das ist wieder alles aufeinander abgestimmt. Und ja, ich habe mich mega gefreut. Da. Na, das ist halt einmal ein Strand und ein Meer. Blümchen. Hoppeli. Ja, und dann haben wir da wieder nur so kleine Die-Cuts und so runde Sachen und dann da so die Sticker-Lineal, das ist cool in rosa, das finde ich so mega stark. So, da haben wir es noch ein bisschen Ding und dann so kleine Schilder und so Tags. Ja, also sehr schön. Und Eis, also die Formen sind sehr, sehr schön. Jo, den habe ich noch gekriegt. Und dann haben wir noch den bekommen. Der ist auch super schön. Mit dem goldenen Hasen. Ich weiß nicht, ob ich den schon habe, weil mit dem goldenen Hasen. Ich büt mir ein Ja wegen der Rose da. Wo ich gesagt habe, boah, die Rosen ist so schön.
Ja, also der Fuchs. Ich glaube sogar, ob das jetzt nicht bei der Alexandra oder beim Käferle war, mit den Geburtstagsboxen. Das waren ja keine Pakete, das waren ja schon Boxen. Also, ich glaube, also ich habe, glaube ich schon, aber das macht ja nichts. Alles, was man doppelt oder dreifach hat. Ja, das ist doch wurscht. Weil man kann es ja eh nicht so also zerschneiden. Da, genau, das ist das mit der Hose, ja. Man muss einen streicheln, man muss ja genau die Tiroler Berge und die Tirol, der Tiroler Bär, genau. Ja, also den habe ich schon, den habe ich jetzt zweimal mit dem Strickding. Ja, und dann sind auch wieder so Teigkatz dabei. Genau, Fuchs und Hase. Und auch Lineal, das finde ich cool. Das ist auch so schön. Also, ja, da kann man wieder alles Mögliche draus basteln. Ja, also, ich habe mich so mega gefreut. Wir waren dann noch ein wenig enttäuscht, weil wir ja gesagt haben. Ja. Naja, und was haben Sie denn da wieder Schönes gefunden? Ach, die, wir wollen sie gar nicht sticker. Sind sie schön. Also der, ich weiß, die hab sicher schon. Oder der Regenbogen und ach, das sind so schöne Sticker. Das sind einfach die schönen Sticker. Die ganz schönen Sticker sind das. Und da ist ja der Action immer. Ja, wir tun wieder piepsen, natürlich, wie immer. Dann habe ich die noch gekriegt da mit dem süßen Herzibäcker und der Lippenstift und die Ringlampe, Schminken und die kleine Katze. Ja, genau, wir sind unser eigener Boss, richtig. Also, die sind so schön, die Sticker. Da die Kaffeebecher. Na, die Hofermädeln, also, das ist eine ganz eine super gemütliche Partie und die sind alle, also, ja, das sind so, ja, meine Hofermädeln sind das und ja, wir kudern und lochen und ja, jeder weiß immer irgendwo. Ich finde es überhaupt so schön, weil das sind ja doch praktisch in dem Alter von meiner Tochter. Und aber ja, sie nehmen mich auf, also wenn ich jetzt so dazugehört und sie erzählen mir auch immer, wenn irgendwie was ist, oder sie schicken mir Video, wenn die Sabrina mal wieder in irgendeine Schachtel fällt oder ja, wenn irgendwas halt lustig passiert oder sie erzählen mir das halt, obwohl ich ja eigentlich ja gar nicht irgendwie eine Mitarbeiterin von denen bin. Also von denen, ihr wisst, was ich meine halt. Ne? Ja, und dann haben wir noch da ein Papercraft-Set, ein Knutzel-Set mit dem Schnuffelhund Putzi. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das. Ihr wisst eh, da weiß man ja manchmal gar nicht, ob das jetzt neu ist oder ob da die das wieder irgendwie rausgekramt haben. Mein Gott, schaut sich das Schwein ja mit dem Schnee auf der Goschi und mit dem schwarzen Augerl. Ja, auf jeden Fall, also wie gesagt, ja, das ist so lieb und so nett und manchmal fahren wir auch, wenn die Sabrina und die unterwegs sind, fahren wir auch so zum Hofer und da stehen wir dann auch immer und ja, da wird getratscht und geblödelt und gekudert und gestänkert und alles wird gemacht. Also das schaut aber irgendwie so ein bisschen noch weihnachtlich aus, gell? So ein Bratapferl. Ja, aber das ist egal, weil wir freuen uns ja trotzdem darüber. Es ist ja egal. Es ist einfach vom Action und man weiß, ja, also da habe ich mich mega drüber gefreut, wirklich. Und jetzt da wollte ich das aber noch trotzdem zeigen. Jetzt kann ich ja die Verpackung, also eingepackt was in so süßen Stitchpapier, was man sich natürlich auch aufheben muss.
und auch in einem Happy Birthday Papier. Das hier ist, ja, ich hebe mir das immer alles auf. Ja. Ist sehr. Aber das wollte ich jetzt nur zeigen. Und zwar raschel, raschel, raschel. Ich muss das sowieso üben dran, lass ich das wieder leise bringen, weil ein bisschen zu Störchen. Die Box ist doch so süß, oder? Warte mal, so kriege ich es jetzt nicht. Ja, also das ist also eine super schöne Holzbox. Und da kann man dann natürlich auch wieder prädestiniert fürs Basteltürmchen und da kann man dann natürlich wieder was einsortieren und irgendwo in ein Regal stellen. Ja. Ja, das war mein schönes Geburtstags, meine super schöne Geburtstagsbox von meinen Hofermädeln. Ich schicke euch ein ganz dickes Busserl, ihr Süßen. Ich freue mich immer, wenn wir uns sehen und wenn wir tratschen und alles halt bequatschen und ausstudieren können. Jo, euch anderen schicke ich in Haxibär, wie immer. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mein Geburtstag war traumhaft schön, bis halt die Einschränkungen von der Stadt Wien. Naja, was soll man machen? Egal. Ist so wie es ist und man kann sich dann nur drauf richten, was selber wird. So, also bis zum nächsten Video und danke noch einmal. Pfiat euch!